Name MC Hold, die ersten Worte. Und herzlich willkommen zurück zu Diablo 3. MC Hold, Bimbold. MC Hold dabei und Zillard. Ja, ja. Der Asuka haben wir ausgetauscht. Die Verteidigung ja, gegen der MC Bastion Hold wird durchbrochen werden. Die Soldaten sind versprengt und fliehen vor Asmodans Horden, die sich aus dem Ariad-Krater ergießen. Und wenn die Bastion fällt, wird Asmodan den schwarzen Seelenstein an sich nehmen. Wenn das geschieht, ist diese Welt verloren. Die Bastion wird standhalten. Ich werde ihre Verteidiger versammeln. Entzünde die Signalfeuer und zeig diesen Soldaten, dass wir noch nicht besiegt sind. Die Rettung ist da. Geht, ihr werdet dort unten gebraucht. Der schwarze Seelenstein wird wärmer, er begehrt... Aber er ist so warm. Irgendjemand muss die Notfeuer anzünden. Aber voll warm, Mann. Ihr habt den Befehl des Engels vernommen. Lasst den Ruf erschallen. Die Bastion wird nicht fallen. Nichts kann euch mehr retten. Was sind die Kasmodan? Den werden wir töten. Als Trauto. Ja, Mann. Wir haben das Notfeuer gesehen. Wir müssen die restlichen entzünden, aber die Dämonen sind überall. Pamalama. Pamalama. Passt auf! Pamalama Rama. Oder so. Trockenes Öl. Okay. Trockenes Öl einfach mal. Hey, da schießen Pfeile. Das ist wirklich gefährlich hier. Was? Wo? Vielleicht kriegen wir noch eine Headshot oder so ab. Was? Eine Headshot? Cool. Eine Headshot, so. Bau mir mal den Arrow in the knee, bitte. Asmodan erschuf die dämonischen Höllenschwingen, nachdem er vor tausenden von Jahren um ein Haar eine Schlacht gegen Tyrael verloren hat. Nicht genug Zorn. Die Engel brachten ihre leuchtenden Flügel glorreich zum Einsatz, um die Dämonenscharen auszumanövrieren und deren Befehlshaber anzugreifen. Asmodan war frustriert darüber, beinahe besiegt worden zu sein. Also automatisch sammelt er, tut er aber nicht einsammeln. Dämonen zu züchten, ich glaube, eh schon, dann sind wir automatisch. Ging das weiter? In Stücke zu reißen. Oh mein Gott, da ist eine Leiche. Ich benötige mehr Zorn. Oha, da ist noch ein gelber Gegner, oha. Oh Gott. Oha, jetzt habe ich zwei Sachen angemacht, cool. Das ist voll nötig, jo. Ich deine Ulti zu benutzen. Ich die Ulti gezündet. Vor Angst. Oh shit. Da kommt das noch so ein Gohan, der Angst hat. Ja, in super Teil sind hier. Ja. Ich wurde eingekreuzt. Ihr seid ein willkommener Anblick, Held. Aber wir müssen das Frau beschützen. Das hilflose Foxy oder so. Oh, da ist ein Riesenmonster. Ich will jetzt Riesenmonster noch schlagen. Das ist ein King Kong. Oh, jetzt. Punkt. Oh, jetzt fliegt King Kong runter. King Kong sah aber voll hässlich aus. Ja, das war die King Kong Wurm. Oha, so ein King Kong Wurm. Die machen hier. Parasit von King Kong. Die, ja, die Dämonensoldaten, die sind aber auch voll King Kong. Die klettern hier auch einfach so die Burgmauern hoch. Hey, was war mit denen jetzt los? Die sind aber umgekippt, die haben sich angeguckt und dann bopp. Gucken so in den Himmel, genauso wie Truthähne, wenn die in den Himmel gucken, wenn die in den Himmel gucken, wenn es regnet, dann ertrinken sie. Was? Ja. Was genauso wie Dings, wenn wenn Kühe irgendwie in die mit dem Arsch bis im Wasser stehen, dann ertrinken sie einfach, weil sie keinen Schließmuskel haben und das, die Kuh füllt sich voll Wasser und die sinkt dann einfach. Okay. Und ertrinkt. Ja, es ist so. Woher weißt du sowas? Kennst du What the Fact von Dings von Meatcake TV, obwohl es es glaube ich mal gar nicht mehr gibt? Da kamen solche sinnlosen Fakten. Verdient mehr Geld zu setzen. Bist du auf behinderte Stimmen machen, dann verdient man immer Geld. Ja. Wir, so wie Zillot. Der kann das jetzt noch. Irgendwas gestorben. Ja, ja, der macht einfach Geld, indem er irgendwelche Sachen erzählt hier.
irgendwelche sinnlosen Scheiß, irgendwelche sinnlosen Fakten hier. Es ist eine Ehre, an eurer Seite kämpfen zu dürfen. Kurz gesagt, eigentlich so sein ganzes Leben erzählt. Sinnlose Fakten. Aus. Hey, da oben war noch Gold. Warum laufen die Bimbos jetzt nicht runter? Oder ist ein Heilbrunnen? Guck mal da unten. Guck mal, ist voll böse. Boah, so ein Zillow, der braucht Hilfe. Ich hab ein Leben verloren, ne? Ja. So, mein Gott, das erinnert mich so wie bei Nappa. So. Boah, du hast mir einen Kratzer gemacht, jetzt musst du sterben. Er sagt nur Change Now. Change Now! Wobei im Anime so wird es gar. Ja, genau. So, nimm Ginyu mit und wechsel und lass ihn dann einfach mal die Form wechseln. Du könntest auch so. Du könntest auch Ginyu mitnehmen als Son Goku. Doch, da kann, also als Konsor Goku Form. Ich glaube, der kann sich sogar in den Super Saiyan 2 verwandeln. Ja, da kann ich auch gleich Konsor Goku nehmen. Ja, aber du kannst einfach Körpertausche machen. Diese Bastarde haben keine Chance. Ich meine, da hat ihn nicht. Tut mir leid, da muss ich jetzt aber nachgucken. Ja, da muss er einfach mal nachgucken. Ah, das ist toll. Normalerweise müsste der das eigentlich können. Als ich gegen den auch mal gekämpft habe, hat sich auch einfach mal in den Super Saiyajin verwandelt. Oha, so ein böser Gegner. Oha, da ist so ein Fenster hier mit Machtkugel. Machtkugel? Ja, die habe ich auch gesammelt. Du sollst doch nicht alles aufheben. Doch, ich nehme alles auf. Bloß nicht solche Foxys. Oh. Oder solche Omas. Eine Oma? Was passiert mir denn? Gut. Wow, man kann einfach seine Lungen sehen. Ui! Ihr seid ein willkommener Anblick. Ich hab noch niemand das Ding angeklickt und es sind jetzt einfach ran, cool. Da sag ich nur Change Now! Warte, hier blinkt irgendwas. Ja, warte. Das ist unser Quiz. Also das Insekt, das mir so viel Ärger gemacht hat. Ja, einen großen Kopf. Schlag ruhig. Ja. Umso kleiner ist er. Ich hab da jetzt auch neue Helden. Ich kann nichts haben. Was bei den Höllen war das? Wofür? Eine Illusion, um euch zu ängstigen. Alles Schlechte. Wir haben die Feuer gesehen, die von euch angezündet wurden. Die Furcht hat uns nicht mehr in ihrem Bann. Die Katapulte können zwar die feindlichen Linien durchbrechen, aber wir können sie nicht aus ihren Schächten hochziehen, solange noch Dämonen in Scharen über die Mauern klettern. Keine Angst. Ich sorge dafür, dass die Katapulte hochgezogen werden. Die Dämonen sollen lernen, was Angst bedeutet. Ja, das cool. Können wir hin, Mann. Cool, im Ladebildschirm. Ladebildschirm, die fängt an zu labern. Tja, Special Face wird ein guter Kampf. Fuck, sie kann's halt. Auf dem Ladebildschirm. Fuck, die voll fett in Action. Besser Fender Snoopy. Der kann sowas wie Action nicht, also. Das ist viel zu viel. Ja. Also Snoopy würde ich mal gerne sehen, wie der Outlast spielt. Wie er Outlast spielt, oder? Huh? Ja, Mann. Was jetzt? Das wäre ultimativ, Mann. Es kommen mehr Monster herauf, Hauptmann. Was sollen wir tun? Oh, cool. Gefreiter, wenn man euch sagen muss, welches Ende des Schwertes wohin gehört, dann habt ihr wohl nicht aufgepasst. Kämpft bis zum letzten Atemzug, Männer! Warum haben die ja riesige Streitkolben? Warum nicht? Vielleicht können sie auch riesige Schwerter haben. Ah, Streitkolben sind cooler und gefährlicher. Ja, aber Äxte sind am coolsten.
Aber das war zu teuer. Der Aufzug bewegt sich wieder. Ach so. Haltet aus, Jungs. Verstärkung ist unterwegs. Ja, die Schwerter, die sind zu billig. Die sind zu Mainstream. Ja, genau. Äxte sind zu teuer. Und die Streitkolben, Dämon, die waren einfach gerade so in deren Preisklasse. Ja. Angebot. Sieg. Das ist ein Sonderangebot. Lebenslanger Vorrat an übergroßen Streitkolben für Dämonen. Ich krieg aber kein Loot. Oh, das ist ein Fass. Oh. Hä? Ich hab kein Loot auf dem Fass bekommen. Okay. Hast du, warum hast du nochmal Dragonborn gesplayt? Was? Warum Dragonborn eigentlich dein gesplayt hast? Weil du das durch. Weil das, das ist zu hart für mich, also. Das übersteigt sogar teilweise die Krassheit von MC Hold, also. Oh nein, bitte nicht, Aska. Denn wir wissen alle, MC Hold ist der krasseste Richter im Saal. MC Hold ist der krasseste Richter in dieser Welt. Digga, MC Hold, Fanboy. Ich benötige mehr Zaun. Er hält, Sat1-Gucker. Wieso Sat1-Gucker? Erstens mal leuchtet es. Das heißt, nein, das läuft gar nicht mehr. Das wurde abgesetzt. Mein Zorn reicht dafür nicht aus. Ja, ich muss es wissen, ja. Ich bin ja so voll der Fan davon. Von MC Hold. Oh mein Gott, irgendwas Goldenes Gegner da besiegen muss. Irgendwas Goldenes Gegner ich da besiegen muss. Ja. Was macht der? Springt einfach mal schwul hin. Den Kreuzzug hält nichts auf. Droppen wir Dämonen-Senf, das ist voll doof, ey. Was, Dämonen-Senf? Ja, Dämonen-Senf. Kann ich sogar noch bauen. Guck mal, ich hab die Franziska aufgesammelt. Aha. Oh, da gibt's noch mehr Loot. That's better than my. Oh, die Hexen doch der Boden ist. Aha! Ich hab jetzt blaue Schuhe. Ich hab den Lehrer. Blaue Schuhe. Nein, ich hab lila Schuhe. Gelbe meine ich. Blau. Die sind legendär, sind aber in der Farbe blau. Ja, ich hab's auch gesagt. Guck doch, die sind blau. Gummistiefel sind das. Das war eine Gummistiefel, Rot. Die sind orange. Was denn jetzt? Ihr müsst derjenige sein, der die Notfeuer angezündet hat. Helft mir, die Rekruten zu befreien, damit sie die Katapulte hochziehen können. Ist ja gleich vorbei. Hier drüben. Ja, ich muss was von meinem Weißbrot erstmal essen. Hey, da war noch Gold drauf. Ja, rein ist das, Wahnsinn. Das ist totaler Wahnsinn, ja. Wo sind denn die Rekruten? Hier. So. Warte, ja. Rekruten. Oh, das ist der Aster. Ich wollte dich schon beschießen. Ach, da ist einer. War da überhaupt gerade einer dran? Eine wahnsinnige Arbeit für Rekruten, also wirklich. Ja. Ja, die Ritter sind halt zu faul. Ja, die Soldaten, die sind zu beschäftigt, rumzuchillen und rumzuschreien und von Dämonen entführt zu werden. Ich denke mal, der Zylder fällt gleich auch einen Führer dabei, Mann. Ups. Da weg auf einmal so. Hab mir noch meinen Ventilator an. Ja, meine Kuh ausgeholt. Die machen das schon. Wow, das hat man wahrscheinlich meine Aufnahme, ist da mittendrin so voll das Rauschen. Obwohl ich hier das Ding drin habe, den Schaumstoffteil. Glaube ich zumindest, dass man es hört. Vielleicht auch gar nicht. Da sind wir zu laut. Das Katapult ist gleich oben. Oh je, yeah, wir schaffen das, Mann. Also der drei Stück, ne? Jetzt wird es voll warm hier. Ja, oder vielleicht bin ich einfach nur zu heiß dafür. Nein.
Nein, wir haben es geschafft. Das Katapult ist in Stellung gebracht. Sie werden es noch bereuen, jemals ihre hässlichen Fratzen also in der Bastion gegen gezeigt zu haben. Also in 1 gegen 1 gewinne ich halt immer noch so. Hä? Ja, 1 gegen 1 hier, Dragon Ball. Ja, wir nehmen beide Ginyu und dann... Die ganze Zeit was the change now. Wow, was macht das? Das erste, was dieser Bogenschütze macht, der gerade entführt wurde, er schießt einmal gegen so eine Kiste. Die wollte uns helfen, dass wir das auch machen. Ich benötige mehr Zorn. Ich würde sagen, dass in derer Gegenstand. Sie kommen zu kämpfen mit allem, was ihr habt! Was haben die denn schon bitte? Ach du Scheiße, was ist denn hier los? Die Na gut, die haben Rekruten, die hier die Katapulte hochziehen dürfen, also. Die werden wahrscheinlich eh gleich von solchen komischen Meteoriten getroffen. Ach guck, da kommt der raus. Und dann macht es gleich Bumm und das Ding schützt ein. Spoiler doch nicht, Asgard. Ja, was? Ich spoiler doch gar nicht. Das war doch nur eine Vermutung. Oh, was ist das? Hallo, mein Schlag, wie geht's dir? Spuckst du einfach was raus? Das ist ein Popo. Nicht genug Zorn. Du meinst das am Eck nochmal. Ich habe hier mal mit meinem Dämonenjäger gemacht. Diese Dings waren so OP, diese dämonischen Höllenbringer. Ich konnte die teilweise gar nicht töten. Da waren lauter Dämonen um mich herum. Aber es war wenigstens ein tolles Gemetzel. Da ist die Kiste, da ist die Kiste. Meins. Ich beanspruche dieses ganze Gebiet hier. Alles, was darauf folgt. Alle Kisten, alles Gold, alle Gegenstände, mein Ja. Ich muss sagen, ich bin ganz gut weg. Nee. Katze. Ja, dann ziehen wir schon mal das Katapult hier hoch. Seid ihr alleine hier oben? Natürlich bin ich verflucht nochmal alleine hier. Schuss, alle anderen sind gestorben. Aber ich will verdammt sein, wenn ich meinen Posten so einfach verlasse. Macht euch mal ein wenig nützlich und dreht an der Winde. Was? Dann dreh mal. Mach ich. Dreh mal. Und Asgard, der dreht und dreht wie ein Weltmeister. Der erste Einzelne, die Weltmeisterschaft, die wir drehen. Ja. Voll. Du schaffst das, Mann. Also den Rest, den schafft er jetzt auch alleine. Eben nicht, Asgard. Ah was, es geht doch schnell, also. Oh, mein Fehler. Ja, wollen wir drehen? Ich hatte doch tatsächlich geglaubt, dass ihr gekommen wäret, um mir dabei zu helfen, dieses Katapult hochzuziehen. Und dankbarer Sack! Dass ihr hier seid, um euch die verdammte Landschaft geschafft. Ich, und wer bemannt die Draht Heil versprochen, kommt dass Steine aufpassen her. Würde, nicht die Beherrschung zu verlieren. Alles, ja. Tut mir den Gefallen und erwähnt nicht, dass ich ein bisschen lauter geworden bin. In Ordnung? Darf ich ihn töten? Töten, oh, leck. Ich will die Tür... Oh, ich will die Tür zerstören. Auf, zurück in die Stadt. Ich muss zurückkehren. Juhu. Ende Start. Duper, duper Start. So. Während ihr euch mit euren armseligen Katapulten abgemüht habt, konnten meine Dämonen, insoweit sie den schwarzen Seelenstein für mich erbeutet haben, wird eure ganze Welt brennen. Cool.
Transporter nur verkaufen, Mann.